Let's rock. So, lass mal gucken, was wir hier machen können. Übrigens, wenn man die rechte Maustaste festhält und sich dann umguckt, hat er, glaube ich, dieses typische, wenn ein Spiel für VR entwickelt wird und dann auf normal umgesetzt wird, man hat so Ruckler drin. Aber wenn man das nicht macht und sich einfach so umguckt, übrigens sieht das saulustig aus, wie ihr euch gerade umguckt, dann Alter, hat dein man so Mund bewegt sich. Stufen. Ja, Wenn da, wenn du man. redest, dann redet dein Mund, dein Charakter, voll geil. Wisst ihr, was das Beste ist? Schaut mal Was bitte denn? beide nach links, während ich rede. Es ist tatsächlich auch an die Soundausgabe gekoppelt. Ja. Ja. Voll geil. Das 7.1 erstmal anmachen, habe ich gehört. Oh, nicht mehr mit dem Kopf wackeln, ey, Alter. Sah das creepy aus, ey. Was hast du gesagt? Ich verstehe überhaupt nichts. Giraffen. Boah, Junge. Ruf den Exorzisten an, ey. Warte. Nee, Star Trek ist das normal. Es könnte ja eine menschliche, eine humanoide Rasse geben, die Giraffenhälse hat. Warte mal, warte mal. Ich möchte mal gerade. Und Wäre das cool, wenn du jetzt tot. deine Hände tatsächlich benutzt hättest? Warte, seht ihr das, wenn ich hier mit meinen Händen bewege? Ja. Ach, Und geil. ich muss ja auch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sah gerade so fett aus, als Ede gerülpst hat und der Mund. Schon Dein Lachen ist auch nicht besser, ey, du Kakadose. Geil. Lass die Zunge drin, Ich glaube, der Androide da vorne ist kaputt. Alter. Chefingenieur, Ey, bitte tun Sie muss was. töten! Muss töten! Deaktivieren. Alter, du bist nicht Lore, mein Freund. Nein, ich bin Kanon. Bitte erschieß dich. Verstehst Oder bring ihn aus dem Fenster, das ist direkt hinter dir. Los, geh! Computerlogbuch Sternzeit 2258,161. Meine Crew ist versammelt und wir bereiten uns auf unsere Expedition in den Graben vor. Vor dem Start hat uns das Sternenflottenkommando allerdings noch gebeten, eine letzte Übung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Aegis einsatzbereit ist und natürlich, um die Fähigkeiten von Captain und Crew zu testen. Hallo. Hallo. Selber Hallo. hallo. Wieso sehen wir jetzt plötzlich anders aus? Was Captain, ist da wir los? erhalten eine Nachricht von Wir haben nur neue Deckskreis. Sieht Klamotten an. anders aus, ihr habt jetzt, genau. Oh. Ja. Ich finde der Rock von der Frau ist zu lang. Zu lang, sagst du? Öffne den Kanal. Ah, krass, du bist ein Rotschirt, Aegis, ne? Bye. ein Frachter will andocken und, zuletzt hatten wir ein paar Probleme mit dem Schmuggel von invasiven Spezies. Es wäre gut, wenn Sie unterwegs sicherstellen könnten, dass das Schiff keine wilden Kreaturen transportiert. Alles Phaser bereit Papier ist machen. abfeuern, ne? Ja. Ich hatte den Feuerknopf schon im Visier, ja. So, ich weiß nicht, wer von euch scannt eigentlich Sachen? Ich glaube, du, Axel, ne? Zum Scannen oder Abfeuern von Waffen ein Ziel auswählen. So, ich wähle mal das aus und sag dann. Scannen? Kann ich scannen? Ich sehe hier eine Theoretisch Infrarotverlust. ja. Könnten Sie das prüfen? Ich sag Bescheid, wenn irgendwas auftaucht. Ah, die sind Hi, außerhalb verstanden. Reichweite. Jetzt kann ich Generation für scannen. neue Koordinaten. Ah. Ich höre die Phaser-Reichweite auf 20 Kilometer. Ja. Einer scannt übrigens gerade. Ich erhöhe die Schildkapazität auf 3,0. Alles klar. So, scannt der jetzt noch oder was macht der? Alle Systeme bereit und repariert. Oh, ich kann Crew zuweisen, das ist gut. Ein Schiff wird gescannt. Ah, ich sehe es.
Ist grade, du hast es gerade anvisiert, in 70 Kilometern Entfernung, ne? Ja, genau. Ich erhöhe die Schilder auf. Na, das habe ich gesehen. Ich erhalte seltsame Werte. Lebensformen an Bord des Frachters, Captain. Ich teile K7 mit, dass das Schiff sauber ist. Per Warp nach Gamma Hydra zu Patrouillen fortsetzen? Alles klar. Ja, warte, warte. Sind hier noch zwei Schiffe zu scannen, wa? Kannst du gerne machen. Und irgendwie ist der gelbe Radius, den ich hier gerade bei mir auf der Steuerkonsole sehe, ziemlich nach unten gegangen. Also, wer auch immer da gerade in den Schilden rummorks, Alter. Chill off. Ich kann die Schilde wieder erhöhen und ich kann auch die Phaser-Reichweite erhöhen. Ja, fällt aber gut, weil der rote Kringel, den ich sehe, ist so ziemlich an unserem Hinterteil. Drittes Schiff wird gescannt. Ja. Captain! Captain auf der Brücke! Die Sensorenphalanx ist gerade aufgeleuchtet. Könnten Sie mal nachsehen? Okay, alles okay. Das ist alles gescannt. Keine Lebenszeichen, keine Lebenszeichen, keine Lebenszeichen. Nix. Warp Kurs festlegen. Ich will den Kurs festlegen. Geht dann auf Warp-Antrieb? Ja. Warp-Vorbereitungen werden getroffen, das finde ich sehr gut. So. Phaser-Reichweite auf 15 Kilometer, Schild geht wieder auf 3 runter und ich kann die Antriebsenergie auf 3000 anstatt 1000 erhöhen. Ei, volle Kraft voraus! Aha. Irgendwie sieht das anders aus, dass der da als Flugroute einblendet, als das, was wir jetzt tatsächlich machen. Ja. Aber es kann sein, dass wir erst um die Station herum müssen, bevor wir nicht kollidieren. Ich glaube, da tut er jetzt auch gerade. Ah, passt. Ah, okay, wir sind gerade im benachbarten System von unserem Ziel, quasi. Ich weiß tatsächlich nicht, was uns erwartet, deswegen die Energie kannst du schön auf die Schildern erstmal lassen, würde ich sagen. Ja, weiß ich, nur nicht so weit aus. Ausgeweitete Schilde sind, glaube ich, nicht so gut. So wie sie jetzt sind, ist okay. Die sind auf 4. Ja. Das ist okay, wenn wenn wir jetzt noch ein bisschen Feuerkraft haben, weil der rote Kringel ist immer noch direkt um unser Schiff, also gar keine Reichweite. Ja, das ist Kampfreichweite 7,5 Kilometer. So, 161 Lichtjahre ist unser Ziel entfernt. Ja. Wie sagten das früher die Eltern immer? Mein Weg zur Schule früher war viel schlimmer. Captain. Ja. Gehe auf vollen Schuh. Wort bereit. Mein Steuermann sagt was anderes. Auf ihr Zeichen, Captain. Danke, Enzing Rau. Ei, ei, maximaler Schub. Dude. Machst du jetzt mal Warp? Ei, ei, Captain. Volle Kraft voraus. Hier läuft das übrigens mit dem rechten Maustaste umgucken deutlich besser. Sehr gut sogar. So, du hast die Hand schon angehoben wie Picard. Du musst nur noch sagen Energie. Ja, aber... Das Abkühlprotokoll von Phaser-Bank 2 ist offline zu sein. Könnten Sie dort abspulen? Laden. Hi, Captain. Maximaler Schub. Ja, ist gesetzt und so. Leertaste kann man außen an sich des Schiffes machen. Und steht bevor. 10 Sekunden ist der Warp wieder entladen. Steuermann befehlen, den Warp-Kurs nach Gamma Hydra festzulegen. Habe ich getan. Oder hat er getan? Okay, ich lade den Warp noch mal den Ingenieur befehligen, die Warp-Vorbereitung zu treffen. Also, Omas Stumm. Schießen? Was? Steuermann ist hier.
Wir haben keinen Steuermann, das ist ein NPC, Dude. Das ist Enzing Rau. Das Y in Rau steht übrigens für Befolgt Befehle. Ach, Alter. El ist jetzt, Ah, wow. El hat sich einfach weggeklont, Alter. Ja, man kann... Da, wo El saß, ist jetzt Lieutenant Tnarr. Ei, bereite Warp vor. Passe die Energie an. Alter, Digga. Ich muss mal hier wirklich alles selber machen. Also wenn wir jetzt... Also wenn wir jetzt auf Warp gehen können, dann bleibst du jetzt Steuermann, ne? Ja. Aber Lieutenant Tnarr macht einen Gesundheitsschutz in der Konsole. Alter! Ja! Siehst du, muss man alles selber machen. Captain auf der Brücke hat plötzlich seinen saurer Geruch. Passiert manchmal. Ich war's nicht. Ja, vor allem, wie du dich umdrehst und, halt, und auch so auskickst, ne? USS Aegis, mein Schiff hatte einen totalen Energieverlust und unsere Lebenserhaltungssysteme sind am Ende. Wir sind zu sechst. Ich bitte Sie, uns umgehend an Bord zu nehmen. Ja, ja, natürlich, immer. Soll ich erstmal scannen, ja, ne? Ja, ja, auf Lebensscan. Alles. Waffen, Schilde, Antriebe, Lebenszeichen. Kommt sofort, dauert aber ein bisschen. Eigentlich kannst du nur auf Leben scannen, weil alles andere, ist, hat die ja schon gesagt, ist eigentlich so ein bisschen nicht vorhanden. Ja, angeblich, ne? Also man weiß ja nie. Man lernt ja aus den Serien, vertraue niemals einem Schiff, was um Hilfe ruft. Okay, Torpedos bereit machen. Geschwindigkeit halten. Geschwindigkeit erstmal halten. Geschwindigkeit jetzt auf Null, tatsächlich. Scan ist jetzt fast fertig, lass uns erstmal abwarten, was kommt, Alter. Scan ist fertig, okay. Waffen 100%. Lebenszeichen 6. Ja, dann... Soll ich die da rausbeamen? Kannst du die rausbeamen, dann beam die. Warte. Ich gehe auf Geschwindigkeit 0. Ja. Ich erfasse die Lebenszeichen. Wir gehen leicht zurück. 1. 2. Wir halten bei 9. 3. Alles gut. 4. 5. 6. Ich kann beamen. Ja, beam. Energie. Ist das geil. Transport ist abgeschlossen. Ist leer und alle perfekt. Mitglieder vollzählig. Sehr schön. Wie verfahren wir mit dem Schiff? Pff, kann man da noch was machen? Lass mich noch kurz gucken. Ach krass, ich kann... Einzelne wir haben Komponenten eine Prioritätsnachricht vom Sternenflottenkommando. Aber das ist jetzt gesperrt. Ah, okay. Öffne den Kanal. Captain, wir haben den Kontakt zu einem unserer Beobachtungsschiffe verloren, der USS Nicholson. Sie sind am nächsten an ihrer letzten bekannten Position. Finden Sie das Schiff und leisten Sie Hilfe. Wir schicken Ihnen jetzt die Koordinaten. Sternenflotte, Ende. Alles klar. Alles klar. Mit dem Puls nach 6. Oh, mit dem Regen nach 6. Ja. Erstens das guckt, dass es nicht reinregnet und zweitens, man hört das leise, aber das ist nicht störend, alles gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass du nicht nass wirst. Alles gut und so. So, mit Impulskraft zu Sektor 6 reisen, bitte. So verstanden, Captain. Da ist ein unbekannter Nebel. Das Schiff mit den 100% Waffen da echt so liegen einfach? Ich weiß nicht, also... Ich würde da jetzt nicht dran gehen. So, Kurs ist gesetzt, ne? Alles klar. Erstmal Letters und die Aussicht genießen. Ja! Das ist geil, ne? Alla. Alla, ist das fett.
Minen im Gebiet. Wenn wir zu nah rankommen, ziehen wir sie an und nehmen schweren Schaden. Wir Alles klar. Auf Distanz bleiben. Gravitation, Mine 1, 10,5 Kilometer Richtung 334. Dann geh mal bitte auf die, auf die geringste Geschwindigkeit. Wir erfassen dennoch Plasma-Kühlmitteleinschlüsse. Das könnte uns helfen, die Nicholson aufzuspüren. Die andere Gravitationslinie liegt in 11,3 Kilometer Richtung 035. Ja. Wir sollten die beide vernichten. Ich kann die beide erfassen. Dann Feuer. Außer Reichweite. Ich muss Reichweite erhöhen. Ja, ich wechsle auf Steuereinheit und Reichweite. Ja. Ich nehme dafür aus dem Antrieb Energie raus. Jawohl, das hat gelangt für den ersten und reicht auch für den zweiten. Sekunde. Sehr, sehr geil. Nee, wir müssen das Schiff drehen. Können wir das Schiff drehen? Wir können das Schiff drehen. Kleinen Moment, ja. Ich wechsle wieder auf Steuereinheit. Boah, ist gerade schon stressig, wa? Die Sensoren erfassen ein Notsignal, genau so. Aber es ist keine Frequenz der Föderation. Ein und ziviles Schiff stopp. Scheint auch Hilfe zu brauchen. Ein ziviles Schiff? Interessant. Ich erfasse ein Signal auf der Notfallfrequenz. Hast du geschossen? Ja, jetzt geradeaus. Ja, ich habe geschossen. Beide Minen sind kaputt. Laut unserem Ingenieur befinden sich unsere Antriebe in einer Art Fehlfunktionszyklus. Könnten Sie einen temporären Override durchführen? Das sollte uns helfen. Plasma-Kühlmittel B scannen. Kannst du das tun oder brauchst du noch was dafür? Also ich habe jetzt Plasma-Kühlmittel A und B, aber die sind beide außer Scanner-Reichweite. Okay. Wenn es in Reichweite ist, bitte B scannen, weil das ist nämlich momentan in unserem Protokoll in der Priorität ganz oben. Ja. Erhöhe Geschwindigkeit. Ja. Ich empfehle auch eine Kurskorrektur, nochmal ein bisschen unsere rechte Hand, vielleicht 10 Grad. Ja, so ist gut, so steuern wir direkt auf die Ziele zu, die wir scannen wollen. Sehr, sehr schön. Die Hauptgeschwindigkeit 1500. Ja. Plasma-Kühlmittel A in 24 Kilometern, Plasma-Kühlmittel B in 38 Kilometern. Ja. Die Beltane, die uns gerade um Hilfe gebeten hat, in 61 Kilometern. Dann. Richtung 049. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Plasma-Kühlmittel B, scannen das und dann zum Schiff, was Hilfe angefordert hat. Da ist übrigens noch eine Mine. Wie bitte? Du hast freie Hand. Erhöhe auf 3000 Maximum Geschwindigkeit. Ich glaube, bei 30 Kilometer kann ich scannen. Wir sind jetzt bei 30 Kilometern. Sehr, sehr schön. Ah, Plasma-Kühlmittel A ist auch gescannt. Ja, der war schon. Ah, sehr schön. So, Scan abgeschlossen. Was mache ich mit LA? 10 Kilometer. Soll ich anhalten? Wir können da nichts mehr machen. Also ich kann das nicht nochmal scannen und ich kann auch nicht drauf schießen. Ne, jetzt zu dem Zivilschiff, was Hilfe angefordert hat. Ich empfehle auf jeden Fall noch eine Kurskorrektur. Wir müssen weiter rechte Hand fliegen. Kannst du das Schiff scannen? Noch nicht, ne? Ne, noch 8 Kilometer. Alles klar. Ja, Vorsicht. Gravitationsminen 1, 2, 3. Warnung. Verseuchte Umgebung festgestellt. Die Anzeigen deuten auf einen kleineren Subraumstöreffekt hin. Subraumstöreffekt, ja, das kann ja jetzt was werden. Ja.
Ich lass den Scan laufen von dem Asteroidenfeld. Sekunde. Da sind auf jeden Fall mindestens schon 4 Minen zu sehen. Ich weise darauf hin, Captain, die Effekte der Anomalie auf unser Schiff werden spürbar sein. Okay. Jetzt erstmal das Zivilschiff-Scan, bitte. Noch keine Reichweite. Dann, wenn möglich. Schutzmine ist bei 13,3 Kilometern. Ich empfehle Zerstörung. Ja, wollte ich gerade sagen. So, wenn, dann auf jeden Fall auf die Minen schießen. Ja. Ich lasse gerade die erste Mine scannen. Ich wechsle. So, Feuer bereit. Feuer. Geil. Ah, sieht das geil aus, ja. So, ich kann die anderen Minen noch nicht scannen. Wir müssen näher ran. Phaser-Reichweite auf 17,5 erhöht. Schilde dafür auf 3,0 reduziert. Antriebsenergie bei 3000 gleichbleibend. Wechsle zurück. Die nächste Mine ist bei 22,1. Captain, wenn ihr wollt, wenn du willst, kann ich Antrieb oder Schilde reduzieren, um Reichweite zu erhöhen. Nee, so beibehalten erstmal. Gut, wir haben eine aktuelle Maximalreichweite der Phaser bei 17,5. Das ist erstmal okay. 17,5 Kilometer zur nächsten Mine. Ja. Erhöhe wieder Geschwindigkeit auf 3000. Ja. Jetzt bei einer aktuellen Entfernung von 21, 20 Kilometer, 19 Kilometer. Soll ich feuern, wenn bereit? Ja. Weiche dem Asteroiden aus. Ich lasse vor der Zerstörung noch eben einen Scan laufen, nicht dass da irgendwas ist, was das Schiff gefährdet. Wir sind bei 13,0 Kilometer. Ich reduziere den Antrieb, bevor die Gravitationsmine in unser Umfeld kommt. Okay. Da war nichts im Scan zu sehen. Sehr schön. Ich scanne nochmal linke Hand Plasmakühlmittel C. Ja. Ein Leck in unseren EPS-Leitungen, das finde ich aber jetzt nicht geil. Okay, der Scan von dem Plasmakühlmittel läuft nicht, da sind wir wahrscheinlich genau auf der Grenze. Ja gut. Hast du zufällig die Möglichkeit, das Zivilschiff zu scannen? Nee, das ist leider noch zu weit weg. Okay, dann etwas näher ran. 800 Meter. So, jetzt sind wir in Reichweite. Scan ist gestartet, läuft aber noch relativ träge, weil wir genau auf dem Schwellenwert sind. Alles klar. Plasmakühlmittel C ist mittlerweile auch in Reichweite. Kannst du uns noch ein Stück ran Richtung 40 Grad, dass wir zwischen den beiden Zielen herfliegen und die beide näher rankriegen? Weil die Scans laufen nicht. Captain? Ja. Ihr könnt euch da, was das angeht, gegenseitig absprechen, das ist ganz gut. Höhegeschwindigkeit, ich versuche die Distanz auf 10.000 zu reduzieren. Ja. Ja. Okay, die Scans laufen jetzt etwas flotter. Also beides fast gleich weg, das passt gerade. Mhm. Antriebe halten. Perfekt. So, Plasmakühlmittel C wird jetzt gerade fertig. Sehr schön. Ist abgeschlossen. Ich scanne jetzt das Schiff. Das verschollene Schiff erscheint jetzt auf den Sensoren, Captain. Ah. Wir werden gerufen. Hier spricht die USS Nicholson. Unser Schiff ist schwer beschädigt und hat Strahlungslecks. Der Großteil meiner Crew ist entkommen, aber ein paar sind im Wugraum gefangen. Sie müssen sie vom Schiff bringen. Und dann... Nun... Es ist eine Gefahr und kann nicht hierbleiben. Sie müssen es zerstören. Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole, Captain. Ha. Waffen 100%, Schilde 100%, Antriebe 5%. Alles klar, wir haben
Was mit dem Zivilschiff? Nein, ist immer noch nicht evakuiert. Ich empfehle erst die Evakuierung von Wir haben noch für die USS Nicholson noch 10 Minuten Zeit, bevor es kritisch wird. Dann sollten wir uns beeilen. Ich wechsle auf die Beltane und reduziere Kilometer. Ich gehe auf 3000 Geschwindigkeit. Wir sind jetzt in Transporterreichweite. Bitte scannen. Ja, scannen bitte. Da ist nichts zum Beamen. Keine Lebenszeichen. Ich kann auch die Waffen und Co. nicht erfassen. Ha. Ungültiges Ziel. Ich guck mal, ob ich einen Systemzugriff machen kann auf das Schiff. Ja. Ich kann die Zielerfassung deaktivieren und Schildfrequenz isolieren. Ha. Und den Antrieb stören, aber das war's. Antriebssubsystem via Systemzugriff auswählen. Kannst du das? Wie meinst du? Ja, Antriebssubsystem via Systemzugriff auswählen. Beltane. Ich kann nur Antriebe stören, wenn das ist, was du meinst. Per Systemzugriff, ja. Unsere Sensorreichweite ist immer noch. Antriebssystem stören. Gemacht, kannst läuft. Okay. Und ist jetzt abgeschlossen. Perfekt. Ab jetzt sollten wir alleine klarkommen. Danke für die Hilfe. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich gehe auf die Phaserreichweite und gehe auf vollere Antriebskraft. Ja. Die USS Nicholson schneller erreichen. Wo ist die denn? Wartet mal. 315. Sollten wir nicht noch die beiden Gravitationsminen da ausschalten bei der Beltane? Nö, die kommen da schon. Die haben mir gesagt, die kommen ja jetzt klar. Tatsächlich. Beltane ist davon geflogen. Ja. Gravitationsminen haben keine Relevanz mehr. Dann passt das dann ab zur USS Nicholson, weil in knapp 8 Minuten ist over bei denen. Ich erhöhe die Geschwindigkeit auf 4000. Ja, auf die höchste Impulskraft, die du hast. Und geradeaus, ja. Wir haben volle Schilde. Perfekt. Okay, wir sind noch 23 Kilometer entfernt. Ab 20 Kilometer könnte ich tauschen und dann könnten wir volle Phaser-Reichweite erlangen. Ja. Mhm. Axel, sobald in Reichweite, bitte scannen. Jawohl. Scanner-Reichweite in 7 Kilometern. Ja. Also sobald in Reichweite ist, auf Leben scannen und sobald möglich die Überlehnung vom Schiff beamen, ja? Scan initiiert, jawohl. Sehr schön. Geschwindigkeit reduzieren, bitte. Jetzt 50%. Was ist auf 0? Antrieb. Okay. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole, Captain. Scan abgeschlossen. Wir können 6 Lebenszeichen rausbeamen. Ich erfasse die Lebenszeichen. Ja. Ich gehe in den 10 Kilometer Radius. Wir haben Transporterreichweite. Vollen Schilden. Ich reduziere die Antriebe und erhöhe die Phaserreichweite. Bereit zum Beamen? Dann bitte beamen. Energie. Erfolgreich. So, dann bitte die USS Nicholson erfassen und feuern. Phaserreichweite bei 17,5 Kilometern. Ich empfehle einen leichten Rückzug, weil ich nicht weiß, wie groß der Impact ist. Würde ich so befürworten. Minimaler Sicherheitsabstand zum Bruch 20 Kilometern, also ja. Wenn so ein Warpcan explodiert, ist das keine schöne Sache. Maximale Rückwärtsbewegung 1000. Wie viel Zeit haben wir noch? Das ist jetzt nicht mehr zeitabhängig, weil alle Überlebenden sind an Bord. Dann empfehle ich einen langsamen Rückzug. Ja. Jetzt können wir uns tatsächlich Zeit lassen, weil Menschenleben sind in sicheren Händen. Ich würde nicht weiter als 14 Kilometer, jetzt bei 12,8, weil sonst sind wir gleich aus der Reichweite raus. Wir haben eine Maximalreichweite von 17,5. Sehen Sie sich mal die Abkühlprotokolle der Phaser. Dann bei 17 würde ich sagen feuern und dann weg hier. Warnung, verseuchte Umgebung festgestellt. Soll ich mit dem Torpedo feuern oder mit Laser?
Phaser. Mit Torpedo. Okay. Ich habe 2 Torpedos scharf. Welche Reichweite hat der Torpedo? Wir sind außer Reichweite. Ja, das. Ja, sehe ich gerade, ist kleinere Reichweite. Also der hat. Nee, beides wird tatsächlich nur. Nee. Wir sind wieder in. Noch Reichweite. Wir sind wieder in einem verseuchten Gebiet, deswegen haben wir jetzt wieder geringere Reichweite. Okay, die Torpedos haben 15 Kilometer. Ja, dann auf 15 Kilometer Reichweite und dann gewinnen. Kleinen Moment, ich. Sensorreichweite wurde verringert. Nicht Scanreichweite. Ja. Systemschaden wurde ebenfalls nicht verringert. Und wir Rock. Wir können immer noch gut treffen. Wenn das der Fall ist, dann feuern. Ich kann die Schilde heben und senken. Was zur Hölle? Keine Sache. Ich kann die Schilde übrigens auch heben und senken. Ja, ich mach die jetzt aber nochmal wieder aus, weil ich will ja schießen. So. Achso, ich weiß nicht, was das heißt mit Schildstärke gesenkt. Okay, ja. Ich kann dir die Schildkapazität bieten. Ja. Von 5-0. Aber du hast die Schilde. Ah. Okay. Gut, dann gehe ich bei Schildkapazität auf 1. Dann können wir auch wieder Geschwindigkeit haben. Und die Maximalphaserreichweite ist jetzt 20 Kilometer. Soll ich einen Torpedo abfeuern? Ja. Torpedo abgefeuert. Yes. Zerstört. Ich schaffe den Rest. Neues vom Stern. Ich wollte gerade sagen. Sie schicken uns neue Koordinaten. Ich setze die Schilde hoch. Ja. Antriebe sind bei 47% Beschädigung. Hohoho, wir haben jetzt schon was abgekriegt. Scheiße. Ja. Per Impuls nach Sektor 10 reisen. An die Kretze. Oben, ich guck mich gerade mal um. Antriebe werden in einer Minute wieder voll aufgeladen sein. Ja. Gut, Kurs ist gesetzt auf Sektor 10. Aber erstmal gucken, dass wir uns ein bisschen reparieren können, weil wir sind nämlich gleich an der Grenze der neutralen Zone. Ich habe so das Gefühl, das könnte gleich noch ziemlich interessant werden. Wir sind bei 73% Antriebe. Ja. 30 Sekunden sind wir wieder voll einsatzbereit. Die 30 Sekunden geben wir uns. Gehe wieder auf 17,5 Kilometer Phaser-Reichweite und erhöhe den Antrieb auf 5000. Perfekt. Reparatur in 15 abgeschlossen. Shuttle-Sicherheitsinspektion abgeschlossen. 3 Sekunden. Antriebe wieder voll einsatzbereit. Antriebe wieder hergestellt. Ja, die Hülle ist jetzt für uns nur noch 92% einsatzbereit, aber das geht noch, ne? Das hätte jetzt auch schlimmer sein können. So. Kurs zu Sektor 10 ist gesetzt, wie gesagt. Mhm. Ei, ei, gehe auf vollen Schuh. Professor Schnief ist fort. Er fuhr fort und kam nie wieder. Ach, das ist jetzt auf einmal ein Vulkan, ja. Was? User in your channel timed out. Aber das ist jetzt auch gar nicht so schlimm wie sonst, weil das passiert in Star Trek öfters, dass auch ab und zu mal Leute von der Brücke verschwinden. Vor allem wenn es Rotshirts sind, ne? Die sind ja ständig irgendwie und so. Hashtag Minus. Wir betreten die Anomalie. Alter, immer dieses Piepen im Hintergrund, ist das fett?
maximale Impulskraft. Also ich glaube, wenn wir wirklich zu viert sind und keine Internetprobleme bei irgendjemandem haben, dann ist es hier richtig, richtig fett. Dann ist das aber in der Ferne. User entered your channel. Ja. Ach, El ist wieder da, aber wir hören den nicht, weil gemutet. Ja, warte. Ja. Ele, hörst du mich? Ele, hörst du mich? Ah, der hat mich ja auch noch gemutet, glaube ich. Ah, danke. Fliegen aus der Anomalie. User in your channel timed out. Alter. Sollen wir mal hier die Aufnahme pausieren? Würde ich sagen, ja. Alles klar, dann pausieren wir hier erstmal und bis gleich. Technische Probleme. So, weiter. Deswegen auf zur neutralen Zone. Das kann aber welche neutrale Zone ist das? Zu den Romulanern oder zu den Klingonen? Sektion 10. Ich denke, das sind die Klingonen. Ich weiß nicht. Ich habe aber das Gefühl, das werden wir gleich herausfinden. Kaplau, Motherfucker. Hallo, hallo. It's the sound of the restrictions of YouTube. Das, alles gut, das war klingonisch. Vor uns befindet sich Gravitationsminenfeld. Das sind Minenfelder, und zwar ziemlich viele. Nein, wirklich. Wir haben in 13 Kilometern die erste Gravitationsmine. Die Gravitationsminen befinden sich jeweils 5 Kilometer voneinander entfernt. Ja, der nächste Ring ist bei 34 Kilometer Entfernung. Neutrale Zone muss verletzt werden, um die Transporterreichweite zu gelangen. Ich kann die ersten drei Minen übrigens angreifen. Nicht machen. Wir fliegen ja zu dem Schiff und versuchen da zu unterstützen. Weil ich glaube, wenn wir die Minen platt machen, dann haben wir gleich ein Problem, was die Klingonen angeht. Deswegen einfach mal hin. Bitte dran, das sind Gravitationsminen. Ich weiß nicht, ob wir dazwischen durchfliegen können. Die Entfernung der jeweiligen Minen beträgt 5 Kilometer. Ich aktualisiere Ihre Konsole. Kannst du, hast du die Gravitationsminen schon gescannt? Ja, die ersten drei vor uns habe ich gescannt. Die sind ja noch in Reichweite, beziehungsweise die sind ja noch in der neutralen Zone, also würde ich sagen feuern. Mittleres Ziel erfasst. Ja, sehr schön. Linkes Ziel erfasst, linkes Ziel zerstört. Jetzt jeden Augenblick, ja, oder? Bildkapazität erhöht. Nice. Und rechtes Ziel zerstört. Freie Bahn, wir können weit vorrücken. Erhöhe auf 3000. Ja, wir müssen auf jeden Fall in die neutrale Zone. Schildkapazität wurde auf 3 erhöht. Du könntest die Schilde steigern. Bei mir sind die auf 100%. Also sprich eingeschaltet 100%. Ich kann nichts machen mit den Schilden. Wir könnten ein Problem mit der Schusssequenz haben. Könnten Sie das checken? Sehen wir uns das doch mal an. Sehen wir uns das doch mal an. Was diese Bots einfach immer für einen Scheiß erzählen. Die nächsten Gravitationsminen auf 24 Kilometern, auf 21 Kilometer, auf 23 Kilometer. Feuer nach Belieben. Wir müssen da durch. Ah, Feuer noch außer Reichweite. Ich scanne erstmal alle drei. Moment. Ja. Und da ist auch die Grenze von der neutralen Zone. Wir müssen da jetzt durchfliegen. Oh, das wird witzig. Die erste Gravitationsmine ist in Reichweite. Die zweite Gravitationsmine ist in Reichweite. Die dritte Gravitationsmine ist in Reichweite. Übertrage die Daten auf Ihre Position. Okay, wir sind gleich bei der Kobayashi Maru. Ja. Kobayashi in 30 Kilometern. Okay, wir haben die neutrale Zone verletzt. Jetzt müssen wir schnell machen.
Scan läuft, aber wir müssen näher ran, damit der schneller läuft. Ja. Ich reduziere die Reichweite und erhöhe die Impulskraft. Gehe auf 5000 Geschwindigkeit. Ja. In Ihre Konsole wird aktualisiert. 381 Leben gefunden. Ich kann versuchen rauszubeamen, aber immer nur 6 auf einmal und das dauert immer 50 Sekunden. Ja, dann beeilen wir uns. Reduziere Reichweite auf 9 Kilometer und werde dann alle Maschinen halten. Ja. Ist Frage an den Captain, ist die Ausrichtung der Untertassensektion notwendig oder dürfen wir schon in die andere Richtung schauen? Wir können auch schon in die andere Richtung schauen. Dann werde ich das Schiff komplett drehen, damit wir Fluchtmöglichkeiten besitzen. Ja. Die ersten 6 habe ich erfasst und gebeamt. Perfekt. Die nächsten 6. Sie wissen, dass wir da sind. Das habe ich mir schon gedacht. Scanne das Feindschiffe. Scan läuft, 50%. Richte auf das feindliche Schiff aus. Ist das ein Warbird? Kobayashi wird angegriffen. Ich habe 2 Torpedo bereit. Haben die schon gefeuert? Nee, ne? Ja, doch, auf Kobayashi haben die gefeuert. Kann man da nicht irgendwie hinkommunizieren? Warte mal, ich kann Schiffszugriff. Zielerfassung deaktivieren kann ich machen. Ja, Zielerfassung deaktivieren bitte. Noch, also wir versuchen erstmal nicht zu feuern. Mhm. Jawohl, ist deaktiviert, läuft in 15 Sekunden wieder aus. Ah, hab da mal bitte ein Auge drauf. Ich versuch die nächsten 6 zu beamen. Ja. Noch 4 Sekunden. Tarnaktivitäten. Das ist nicht gut. Die greifen wieder an, ich kann aber noch nicht wieder stören. Ah, ich störe nochmal. Ja. Kobayashimaru hat noch 80% ihrer Hülle. Captain, ich reduziere Phaser-Reichweite, damit wir unsere eigenen Schilde erhöhen können. Ja, da ist noch ein zweiter Warbird aufgetaucht. Ist das ein Warbird? 3 weiß ich jetzt insgesamt nicht. Jetzt. 3? Ich empfehle, Gott, dass wir gleich anfangen, auf die Feindliche zu feuern, weil wir können die nicht alle 3 davon abhalten. Ja. Dadurch würden wir Antriebsenergie einbüßen, da ich die Schilde nicht reduzieren will. Unsere Hülle hat 92%. Ja, die Kobayashimaru hat 55%. Ich würde sagen, scannen und Feuer. Also Ziel erfassen, okay, und Feuer. Ich. Erstes Ziel, rechte Hand erfasst, ein Torpedo gefeuert. Ist bei 50% Hüllenintegrität. Besser Reichweite auf 10 Kilometer. Ja. Die Schilde sind auf jeden Fall schon reduziert von den Warbirds. Ich setze unsere Schilde hoch. Schildkapazität auf Maximum. Ja. Sehr schön. Ja, Schilde sind auf 100%, das ist sehr gut. Unsere Reichweite ist auf dem Minimum. Ja. Können wir uns ein bisschen bewegen, damit wir jetzt nicht ein bewegloses Ziel sind? Verstanden, Captain. Ich versuche einen Warbird auszuschalten. Ja. Du hast freie Hand. Kobayashi Maru. Kreise die Kobayashi. Aktuell sind alle Warbirds mit uns beschäftigt. Sehr schön. Ich muss zum Beamen die Schilde senken, das ist aber jetzt nicht meine Entscheidung. Ich glaube, da kommen noch mehr von den feindlichen Schiffen. Unsere Schilde sind bei 27%. Ach Gott, da sind noch mehr Birds of Prey. Scheiße. Ach du Kacke. Ich habe keine Zielerfassung. Okay, wir haben eh keine Schilde. Ich versuche weitere 6 Leute zu beamen. Aber ich habe, so wie wir gerade fliegen, immer noch keine Zielerfassung. Alles klar. Wir nehmen die Reparatureinheit. Ja.
Tu dein Bestes. Schilde werden repariert. Sieben weitere sechs Leute. Fülle bei 57%. Ja, ich sehe es. Schilde wieder voll. Repariere Antrieb. Und Warpkern. Alter. Ein Bird of Prey zerstört. Sehr schön. 44% Hülle. Kobayashi Maru ist zerstört. Scheiße. Captain, wir sind bei 41% Hülle. Ich empfehle Rückzug. Bravo, Captain. Ja. Sie und Ihre Crew haben gerade die Kobayashi Maru Simulation abgeschlossen. Ich weiß, ein solches Szenario ist nicht einfach. Aber es ist ein notwendiger Test, sowohl für die Sternenflotte als auch für Sie. Wir haben jetzt alle eine bessere Vorstellung davon, wie sie reagieren, wenn es keine offensichtlich richtige Antwort gibt. Aufgrund ihrer Gesamtperformance gebe ich die Aegis nicht nur für die Operation Ferne Ufer frei. Ich empfehle sie zudem als Leiter der Expedition in den Graben. Ja, das war wirklich das gut gemacht. Geil, das war der Kobayashi Maru Test. Wie fett ist das? Tut du was abgehakt, weil der Ladescreen sagt, nein, In-Game-Voice-Chat gibt's hier nicht. Ja, das habe ich gemerkt. Mission abgeschlossen. Alles klar, wir haben den Prolog geschafft. Alter, ich bin jetzt ein Enzing und ein Halber, ne? Ich auch. Alles klar. So. Kampagnenmission. Alles klar. Ich habe eben gehört, Ferne Ufer, also Far Harbor, das dürfte ja Next Generation sein, wenn ich nicht ganz daneben bin. Next Generation ist ein DLC. Ja, haben wir ja. Das wusste ich. Das ist natürlich so die Frage. Wir haben jetzt noch den Prolog ausgerüstet. Wie kann ich den denn? Ah, da, Stürmische See. Was gibt's denn alles? Episode 2. Bei Yashimaru herausfordern. Okay, es gibt 5 Episoden. Alles oder klar. Du gehst auf fortlaufende Reise. Da hast du dann nochmal. Da kannst du dich dann nochmal durchklicken, ne? Verteidigungsmission, Bergungsmission. Achso, hier kann man noch verschiedene Missionen machen. Borg-Widerstand? Was ist das denn? Du hast gerade abgehakt. Ich krieg schon ganz feuchtes Höschen bei, ja. Patrouille, alle Missionen, Alter. Ah, jetzt können wir auch bei fortlaufender Reise auch The Next Generation machen. Ja. Das finde ich ja persönlich sehr, sehr geil. Sollen wir mal unter The Next Generation... Ich würde die Kampagnenmission machen unter Next Generation. Wenn das geht. Nee, geht nicht. Du kannst die Nein, geht es nicht. Next Generation ist auch nur für erfahrene Crews. Also sagst du erstmal Kampagne... Ja, ich sag erstmal Kampagne, oder? Ja, lass uns lieber mal langsam starten, nicht, dass wir komplett gegen die Wand fahren. Ja. Ja. So, dann, künstliche Leben und so. Ich finde das übrigens gut, man muss das ja mal jetzt anmerken. Wenn wir das jetzt machen könnten hier in dem Spiel, würde ich das tun als Captain. Als Crewmitglied des Monats, auf jeden Fall den Elias, wa? Der füllt 2 komplette Posten sehr, sehr gut aus. Muss man mal gesagt haben. Ich mache nur meinen Job, Chef. Was ich aber auch noch anmerken möchte, ist, ich kann mir dieses Spiel hier exzellent in einem Vierertrupp und in VR vorstellen. Das muss einen Heidenspaß machen. VR muss für mich persönlich nicht sein, aber Vierertrupp, mega fett. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, das als LAN-Party, weil dann keine Ahnung, alle 4 in einem Raum. Also wenn VR, dann mit diesen adaptiven Handschuhen. Kennt ihr die schon? Ja. Das ist nee. Cool, und, was ich mir holen will. Und dann kloppe ich einfach auf ein Stück Pappe, um Widerstand zu haben. und spiele dieses Spiel. Die Handschuhe haben ja Vibrationseinheiten. Ach ja, stimmt. Stimmt. Das funktioniert so gut, dass alle Leute, die das ausprobiert haben, oder ein großer Teil gesagt hat, mein Gehirn denkt, da ist was ich anfasse. Es ist spooky. Und genau dieses Headset will ich mir holen, oder den Nachfolger. Nächstes Jahr im Sommer. Dabei. Sehr geil. Ich nicht.
Aber ich gönne euch das. So, dann Episode 1, war Stürmische See und so. Ja. Ladevorgang. Computerlogbuch Sternzeit 2258,193. Wir haben möglicherweise eine Welt für die Umsiedlung der Vulkanier entdeckt. Der regierende Siedlungsrat im Graben hat uns die Erlaubnis erteilt, Silva 4 und sein Heimatsystem zu erforschen. Unter der Bedingung, dass wir alle Ergebnisse mit dem Rat teilen. Wir werden vom Forschungsschiff USS Huxley begleitet. Das ist unsere erste Reise in die unbewohnten Regionen des Grabens. Ach lol, das Spiel... Eine Sternenflottennachricht. Ich bringe sie auf den Schirm. Das habe ich befürchtet. Captain, wie ich höre, sind Sie im Begriff aufzubrechen. Bevor Sie ablegen, wollte ich Sie daran erinnern, dass Sie die gesamte Föderation der Vereinten Planeten dort draußen repräsentieren. Ich verlasse mich darauf, dass Sie unsere Ideale in höchstem Maße vertreten. Aber selbstverständlich. Aber keine Sorge, Sie haben das Vertrauen des Sternenflottenkommandos. Viel selber Glück schuld. Für Sie und Ihre Crew. Dankeschön. Sternenflotte, Ende. Torpedos scharf machen, einfach nur aus Prinzip. No. Aegis, hier spricht Captain Ukwu von der USS Huxley. Systemchecks abgeschlossen, wir können los. Wir folgen Ihnen, sobald Sie startbereit sind. Alles klar. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, man hat gerade bei dem Logbuch des Captains gemerkt, dass dieses Spiel in der Kelvin-Timeline spielt. Ja. Weil Vulkan ist zerstört und so. Per Warp ins System Silva reisen? Alles klar. Ich habe übrigens die beiden kleinen Schiffe, die herumdüsen, gescannt. Das große Schiff da hinten kann ich noch nicht scannen. Ist noch nicht in Reichweite, wa? Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole, Captain. Aha. Ich glaube, der Kurs ist gesetzt. So. Bringen Sie uns raus. Ach, diese Drecks-KI, Alter, wieso kann die nichts? Warp-Spulen aufgeladen. Warp bereit. So, Maximum Warp, Vollgas. Taktischer Offizier, also treffen Sie sich zusammen. Ja, Entschuldigung, Captain. Warpspulenentladung steht. Unsere Warpspulen werden sich gleich entladen. Warp bereit. Was ist das denn für ein LSD-Planeten? Und bestätigt das Objekt auf 7,9 Richtung 315. Ich empfehle, einen davon aktiv zu scannen. Ja, dann. Ja, ist gefährlich eingestuft. Ist gefährlich eingestuft. Übertrage die Daten auf Ihre Konsole, Captain. Außer Phaser-Reichweite. Ja, schauen wir uns das mal an, wa? Ein weiteres Objekt. Ein weiteres Objekt? Ja, anscheinend die USS Huxley. Ja, Phaser-Reichweite auf 10 Kilometer erhöht. Aegis, halten Sie sich fern von diesen Störungen. Eine ist explodiert, als wir uns genähert haben. Der Schaden ist gering, aber das sollte sich nicht wiederholen. Bildkapazität auf 3 erhöht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was wir tun sollen. Ich würde empfehlen, nicht zu feuern und die Schilde zu erhöhen. Eine Anzahl Raumstörungen. Gescannt ist, ne? Die Wellenformen entsprechen einem Plasmasturm der Klasse. Ja, dann nähern wir uns erstmal nicht. Das ganze System ist betroffen. Es könnte die Steuerung beeinflussen. Wir sollten ich hebe die Schilde. Nur für den Fall. Ja, hier haben wir jetzt alles gescannt tatsächlich, deswegen
Reisen wir jetzt mit Impuls nach Silva 4. Planetenorbit. Reisevektor wird berechnet. Alles klar. Reise nach Silva. Yes. In 3, 2. Sehr schön. Verstanden, Huxley. Warten. Ich finde das jetzt nicht so gesund, durch den Planeten zu fliegen. Vor uns liegen Trümmerfelder, Captain. Gegebenenfalls scannen. Mhm. Du kannst eine Sonde abfeuern. Die Huxley entfernt sich auf 10 Kilometer von uns. Ja. Du kannst eine Sonde abfeuern, um die Langreichweiten-Scan durchzuführen. Boah, schwieriges Wort. Es gibt eine Anomalie auf 2, 4, 5, 27 Kilometer. Bin ich gerade am Scannen, ist jetzt fertig, wird als gefährlich eingestuft. Eine weitere Anomalie wurde entdeckt. Ja, 3 Stück insgesamt sehe ich gerade. Ja, wir scannen gerade die mittlere auf 270. Ja. Ich aktualisiere Ihre Konsole. Deus Ex Huxley weiterhin auf 12,9 Kilometer vor uns, bewegen sich aktuell nicht. Ha. Axel, du kannst eine Sonde abfeuern, ne? Wird mir auf jeden Fall angezeigt, dass du... Wie. Okay, ich auch nicht. Hab ich keine Schaltung für. Die zweite Anomalie wurde gescannt als harmlos deklariert, die dritte kann ich nicht erreichen mit den Scannern. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole. Ha. Die letzte Anomalie liegt bei 39,2 Kilometern. Die sind außerhalb der Sensorreichweite. Ich würde sagen, fliegen wir mal da ein bisschen drauf zu, müssen wir auf jeden Fall scannen. Gehe auf Antriebsenergie 2000. Das war die Sonde. Ja. Und weg ist die Sonde. Missionsziel aktualisiert, ja, gucken wir doch mal rein. Sehr schön. Weiche Asteroiden fällt vor uns aus. Bewohnbar gewesen sein, aber das hat sich dramatisch verändert. Eine Nachricht von Captain Uku. Captain, mein Wissenschaftlerteam führt planetarische Tiefenscans auf Silva 4 durch. Es wird eine Weile dauern. Sie könnten inzwischen die verbleibenden Gebiete untersuchen, dann sollten wir bei Ihrer Rückkehr fertig sein. Ja, dann. Also, wenn ich eins aus Horrorfilmen gelernt habe, dann ist es, dass man sich nie aufteilt. Gilt auch für Raumschiffe. Ist das so? Das so. Ist aktuell folge ich der Huxley. Ja, aber das ist jetzt. Ich habe schon den neuen Kurs gesetzt. So, der Region der toten Planeten, aber warum da jetzt gerade nichts passiert, tatsächlich, finde ich jetzt ein bisschen sehr, sehr komisch. Soll es zum Nebel, zum geborstenen Mond oder zum Asteroidenfeld gehen? Ich würde erstmal sagen, zu dem Asteroidenfeld. Dann klappern wir alles nach dem anderen ab. Sehr schön. Also wir müssen sowieso alle drei machen, aber dann passt das. Alles klar. Wir geben mich auf Impulsgeschwindigkeit in 3, 2... Sehr geil. Wir passieren den Nebel. Ja. Der Sturm verstärkt sich, Captain. Und laut diesen Daten wird das voraussichtlich so weitergehen. Kommt, wenn der Nebel passiert. Der leiseste Offizier, den es jemals auf einer Brücke gegeben hat. Gott sei Dank habe ich ihn im Teamspeak noch nicht gemutet. Da versteht man den ein bisschen. Captain, wir haben den toten Planeten Orbit erreicht. Yes. Irgendetwas an diesen Asteroiden. Okay, ich scanne direkt ein paar Sachen. Ich erhalte anormale Daten aus dem Asteroidenhaufen, Captain. Alles, was in Reichweite ist, scanne. Ich habe 2 gefährliche Objekte gescannt. Soll ja. Reichweite muss erhöht werden. Erstmal ein bisschen näher ran, würde ich sagen. Die Quelle des Notrufes finden und scannen. Alles klar, dann auf jeden Fall näher ran. Was haben wir da für Objekte, die gefährlich sind?
Das sind unbeständige Objekte, nennen die sich. Okay. User in your channel timed out. Oh, tschüss. Wahrscheinlich irgendwelche instabilen Teile. Ha. Bei beliebigen Feuern. Ja, da bin ich noch außer Reichweite. Das könnte direkten Schaden am Schiff verursachen. Ich übertrage die Analyse auf ihre Konsole. Könnte Schaden auf dem Schiff verursachen, das finde ich jetzt nicht so koscher. Sollen wir hier die Aufnahme noch mal kurz pausieren? User entered your channel. Willkommen zurück. Jo. Können wir den nochmal einladen jetzt, oder? Ja, kein Moment. Ich muss erstmal alles verbinden. Ja, muss ich jetzt wieder überall einloggen und dann passt das. Wir warten. Gott sei Dank ist unser Steuermann so gnädig und fliegt nicht voraus. Jeder, der nicht ich bin, ist sowieso voll für narisch an Steuermann. Amen. KI kriegt das doch eh nicht geschissen. Erfasse mögliche toronische Strahlenemissionen. Ah. Versuche immer noch die. Wir wären jetzt rein theoretisch in Reichweite für die ersten beiden Objekte, aber da warten wir noch mit, ne? Ja. Ich versuche gerade in der Freundesliste zu connecten, das dauert ein bisschen. Du playst halt. Dumm. Fliegt ja mit ganz geringer Geschwindigkeit weiter, ich gehe am Arsch. Du bist gefeuert. Geht das überhaupt? Ah, hört ihr mich? Ja. Okay, ich versuche immer noch bei Uplay in der Freundesliste zu connecten. Alter, was macht der Rührei oder was? Ich weiß nicht, was er macht. Ja. Gerade ist kleine Kaffeepause, da kann man noch mal in der Tasse rumrühren. Und so. Danke für dieses total übersteuert, hä? Der war gar nicht übersteuert. Bei mir schon. Ja gut, im Teamspeak ist er auch gemutet, ne? Hier im Spiel war das alles ganz okay. Okay. Oh, Alter. Ich krieg keine Connection zu Uplay. Was soll der Scheiß? Ugly Motherfucker, Alter. Ich starte das Spiel nochmal neu. Yes. Alter. Das mit Leertaste ist ja mal mega fett, ne? Ja. Richtig geil. Halt's mal. So. Wieder im Spiel. Erwarte Einladung, Chef. Ja. Sekunde. So, Einladung ist raus. Wieder an Bord, Chef. Yes. So, wo waren wir? Achso, die Quelle des Notrufes finden. Wunderbar. Oh. Soll ich sagen, die beiden ersten komischen Objekte da abschießen, oder? Sind beide als gefährlich eingestuft. Ich übertrage die Analyse auf ihre Konsole, Captain. Ich würde sagen, eins können wir mal abschießen, mal gucken, was passiert. Tatsächlich. Schilde. Ja. Nur mal gucken, ob wir irgendwie was abkriegen.
Sieht nicht danach aus. Würde ich sagen, das nächste Objekt zerstören. Schildstärke liegt bei 100%, Schildkapazität sind 5. Perfekt. Ach, stimmt, schießen kann auch mit Schilden an. Okay, nur beamen halt nicht. So, wir können mal weiterfliegen. Wir haben in 21 Kilometer das nächste Objekt, das kann ich aber noch nicht scannen. Ja, dann würde ich sagen, mit der geringsten Impulskraft mal weiter Richtung Ziel. Verstanden, ich wechsle auf Lokal und gehe auf Geschwindigkeit 1000. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und 20 Kilometern Reichweite. Die Reichweite ist jetzt nicht mehr rot. Kannst du das scannen? Nee, das steht schon auf gefährlich. Ich glaube, das müssen wir gar nicht scannen. Beschädigt den Warpkern. Okay, krass. Kannst du da irgendwie drauf schießen? Noch nicht. Ungültiges Ziel steht da. Ich kann die Reichweite erhöhen. Kleinen Moment. Nee, das ist nicht außer Reichweite, das ist ungültiges Ziel. Also ja, dann. Glaub, da können wir dann einfach nicht drauf schießen, da müssen wir zwischendurch fliegen. Ach ja, da sind ganz viele Anomalien momentan. Oder können wir drumherum fliegen? Richtung 45 Grad könnte man dran vorbei. Captain? Ja. Ja. Schauen wir mal. Bestätigt den Warpkern. Intensität schwach. Es wir fliegen auf drei Anomalien zu. Umfliegen wird nichts. Wir scannen und dann müssen wir abwarten, was wir theoretisch machen könnten damit. Ja, wie gesagt, scannen kann ich nicht. Die stehen schon auf gefährlich. Bei uns sind fliegende Schiffsteile. Wir müssten entweder dran vorbeifliegen. Dann fliegen wir dran vorbei. Okay. Wie gesagt, 45 Grad, komm mal links dran vorbei. Ja, die Signalquelle ist 37 Kilometer weg von uns. Warnung, verseuchte Umgebung festgestellt. Verseuchte Umgebung. Warpkern-Subsysteme werden beschädigt, alles klar. Ein Rickhorn, Alter. Gefährliches Objekt aufgetaucht, ich scanne, das kann ich wieder zerschießen gleich. Perfekt. Ich aktualisiere Ihre Konsole. Wie einfach in meiner Historie davon aussteht, Ziel zerstört. Sehr gut, so muss das sein. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns immer mehr Richtung dieses Objektes. Das ist der Anomalie direkt vor uns. Ich glaube, da sind wir gefährlich nah dran. Versucht den Kurs zu ändern. Ja. Du hast was da. Problem ist halt der Asteroid hier vor uns, ne? Da will ich nicht rein. Und der Höhenparameter ist extrem langsam. Ja, gut, ne? Wir haben ja auch die Antriebsenergie auf der niedrigsten Stufe momentan, ne? Aber alles gut. Wir haben eine Schildphasenoszillation. Können Sie mal nachsehen? Ich checke es sofort. Schauen wir gleich mal, dass wir da irgendwie rechts dran vorbeikommen und dann zu dem Signalpunkt kommen. Signalquelle. Die Signalquelle von der Reichweite her ist nicht mehr rot. Kannst du das scannen? Der Scan läuft, aber der läuft ultra langsam. Wir müssen näher ran. Ja. Aber Hauptsache, der läuft okay, schon. Langsam bei. Ah, warte, da ist erstmal noch ein Objekt, was ich abschießen kann. Gleich mehrere davon. So, Analyse läuft. Perfekt. Und jetzt geht er doch schnell. Sieht aus wie eine Sonde. Siehst du den Fortschritt? Ja, ich habe hier eine lokale Karte von der lokalen Umgebung. Ich sehe die Objekte, ich sehe unser Schiff, ich sehe auch die Reichweite der Phaser-Reichweite der Schildkapazität.
Das ist schon... Es scheint ein Notsignal gewesen zu sein, aber das Signal ist jetzt viel zu schwach, um noch von irgendeinem Nutzen zu sein. Vielleicht wurde es von den Umgebungsbedingungen überlagert. Das sieht aus wie ein alter Satellit oder so. Ja. So Sputnik-mäßig. Primitive Technologie also. Hey, sagst du nichts gegen Russisch, ja? Können wir hier nichts mehr machen? Russisch. Sagt der Androide. Okay, meine Missionsziele zeigen. Mein Logbuch sagt, wir sind durch mit dem Teil hier. Krass. Okay. Gucken wir mal, wo wir als nächstes hingehen können. Geborstener Mond, ja komm, go. So, direkt durch den Asteroiden durch, bitte. Hier ein Impuls in 3, 2. Ich kann nicht in den Impuls gehen, ich muss die Antriebsstärke erhöhen. Ist die Handbremse noch angezogen? Wahrscheinlich so. Impuls in 3, 2. Haben geborstener Mond erreicht. Sehr schön. Die Analyse zeigt lokale Hochfrequenzschwingungen um den Mond. Das beeinträchtigt die Genauigkeit der Sensoren. Alter, wir haben da einen Spock. Ein Scan sollte möglich sein, aber vermutlich ist er von geringer... Nein, ein Vulkanier. Spock ist das nicht. Leider. Unser Waffenoffizier ist gestorben. Wir bitten jetzt neuer Offizier auf die Brücke. Wie gestorben? Ich bin ein Roboter und ich habe mir nur ein Virus eingefangen, ja? Weil ich habe wieder notthevirus.exe runtergeladen. Scannbares Objekt in... Alter, was ist das? Das sieht aus wie ein Chaosstern. Sind wir jetzt hier beim Crossover mit Warhammer oder was? Hashtag ja. Ich habe ein schlechtes Gefühl. 31,5 Kilometer. Ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl. Es ist gleich in Scannerreichweite. Ja. Ich kann nicht scannen aktuell. Höhegeschwindigkeit. Wir haben Probleme mit dem Scannern durch den Nebel. Okay, ich habe hier keine Umgebungswarnungen. Kannst du das scannen? Ah, hier sind noch mehrere Objekte. Ja. Übertrage die Daten auf Ihre Konsole, Captain. Außer Reichweite vom Feuern her, aber ich habe es gescannt, es wird als gefährlich eingestuft. Beides. Ja, wenn sowas in Reichweite ist, Feuer. Ja. Find ich gut, wenn das so verlangt. Ist wieder außer Reichweite. Alles klar. Habe die Phaser-Reichweite erhöht. Nice. Reduziere die Schilder auf 3. Dadurch kann ich die Phaser-Reichweite auf 20 Kilometer erhöhen. Die Antriebsgeschwindigkeit ist bei 20.000. Wir müssten ein bisschen auf linke Hand beidrehen. Ja. Zielvektor hat geklappt. Wunderbar. Sehr schön. Kann das eigentliche Ziel aber immer noch nicht scannen. Das eigentliche Ziel ist auch nicht zum Scannen. Wir müssen da hin und dann eine Sonde abfeuern. Verstanden, Captain. Deswegen, lass es mal ganz geschmeidig durch das Asteroidenfeld fliegen. Bloß nichts überstürzen. Die Hülle erleidet Schaden durch die Asteroiden. Ich habe noch eine Anzeige von 100% auf der Hülle. Ja, das ist nicht die Hülle, das ist der Schild, ne? Schild hat auch 100%. Sieht gut aus. Ja. Dann sind Projektile durch die Mini-Asteroiden nicht relevant. Sind bei 13,8 Kilometer zum Ziel. Sehr, sehr schön. Reduziere Steigung. Das ist creepy. Tor da immer noch nicht scannen. Welches Tor? Dieses Chaos-Teil, dieser Stern.
Jetzt ist es verschwunden. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade nichts. Tatsächlich. Nee, es ist weg. Es wurde die ganze Zeit angezeigt und jetzt ist es weg. Jetzt ihre Geschwindigkeit auf die Hälfte. Ja, auf 1000 runter. Wir haben links von uns auf jeden Fall noch ein Ziel. Sollen wir dieses Ziel ansteuern, Captain? Eine Langreichweiten-Sonne abfeuern. Ja, würde ich sagen. Ansteuern und dann... Genau, passt. Wir mit Phaser-Reichweite auf 17,5 runter, erhöhe den Antrieb auf 3000. Interessant. Der Mond weist Muster auf, die auf unterirdische Strukturen hindeuten, Captain. Ich sehe kein Lebenszeichen, aber das könnte an den atmosphärischen Interferenzen liegen. Unsere Annahme, dass das Gebiet unbewohnt ist, könnte sich als falsch erweisen. Ja, dann. Ach, das haben wir auch schon fertig. Wunderbar, dann werden wir zum nächsten Ziel reisen. Auf zum Nebel. Ich melde Ziel zerstört. Ja, mal einen kampfwütigen Androiden. Ich scanne vorher alles. Einen scanfreudigen, aber kampfbereiten Androiden. Gehe auf Kurs Nebel. Yes. Ausrichtung für Impulsantrieb erfolgt. Perfekt. Nachdem wir den Asteroiden überlebt haben. Was hast du? Irgendwie hat die Hülle gerade ziemlich Rabauts gemacht. Habt ihr das nicht gehört? Doch. Ja, auf Impuls. Solange die Hülle noch auf 100% ist, ist alles tutti. Die Schilder haben das abgefangen. Aber du hast recht, durch... Dieser Nebel weist eine sehr hohe Konzentration. Vor uns sind zwei Amoli. Innerhalb des Partikelfeldes hat das negative Auswirkungen auf die Schilde. Scannen den gerade mal die initiiert. Erhöhe Schilde. Schließe die Sonne ab. Perfekt. Gut, vor uns sind ganz viele Anomalien. Die ersten beiden sind als harmlos eingestuft. Das hört man gerne. Ein normaler Tag in der Sternflotte. Der Rest noch mindestens 7 Kilometer aus der Reichweite. Ja, kommt noch. Ihre Konsole wird aktualisiert. Die Sonde hat ein Schiff entdeckt, Captain. Die Sonne hat das Schiff entdeckt. Keine Aktivitäten auf Standard-Subraumfrequenzen. Aber wir sollten das vielleicht besser überprüfen. Ein Zivilschiff in 26 Kilometern gesichtet. Korrigierkurs auf 261. Sieht aber seltsam aus, das Schiff. Ziviles Schiff, 100% Hülle, 0% Schilde. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole, Captain. Der Computer des Schiffs ist intakt. Er ist verschlüsselt, aber über das Fernzugriffssystem sollten wir rankommen. Reduziere Geschwindigkeit bei 15 Kilometern. Energieüberspannung und Scannerreichweite verringert. Aha. Wir müssen auf 7,5 Kilometer ran, dass ich einen Systemzugriff machen kann. Reduziere Geschwindigkeit weiterhin. Ja, aber immer noch Kurs halten. Was war das? Ganz viel Anomalie. Geschwindigkeit ist bei 2000. Das passt.
So, wir sind jetzt noch 10 Kilometer weg. 10 Kilometer. Warnung. Was denn für eine Warnung, Computer? Hülle und Schilde sind alles okay, Gott sei Dank. Unsere Reichweitensensoren und unsere Schilde sind durch den Nebel beschädigt. Verlieren Saft. Ja. Können wir niemanden retten. Ich empfehle Stillstand. Das Schiff zerstören, damit es nicht noch andere hier reinlockt. Dann machen wir das mal. Stillstand. Am Schiff vorbei, ich würde umdrehen und zerstören. Genau auf 45 bis 50 Grad, würde ich sagen. Schiff voraus. Und das Schiff an, wir sehen uns zerstören. Torpedos werden scharf gemacht. Empfehle ich, Schilde zu erhöhen. Schilde erhöhen. Dann schauen wir mal. 50% geladen. Das dauert aber lange, um Torpedo zu laden. Würde Phaser empfehlen. Unsere Antriebsenergie leidet durch den Nebel. Torpedos sind jetzt bereit. Torpedos oder Phaser? Ja, ich würde sagen, bei der Entfernung würde ich sagen Phaser. Aber gut, dass wir trotzdem schon mal einen Torpedo bereit haben. Keinerlei Effekt. Ja, dann Torpedo. Na. Auf das Schiff melde ich Patent an. Soll ich weiterfeuern? Was können wir denn dazu sagen? Ach, Hülle, 22%. Ja, noch einmal feuern. Versuch nochmal mit Phaser, bitte. Ja, oder mit das. Okay, passt. Feindschiff nähert sich. Das habe ich mir gedacht. Oh ja, da sind welche. Ich scanne. Antriebe auf Maximum. Phaserreichweite wird reduziert. Schilde werden erhöht. Schildkapazität bei 3,3. Erwarte Befehle. So, beidrehen. Und was sagt der Scan? Captain, ja. Nachricht von der Huxley über die Notfallkanäle. Aegis, wir werden von zwei Schiffen angegriffen. Wir brauchen sofortige Hilfe. Alles klar. Ich mach Torpedos scharf, weil Phaser ist außerhalb Zielvektor. Ja. So. Jetzt kann ich zurückfeuern. Impuls, Ziel ist gesetzt. Schildstärke bei 50%. Mhm. So, was sagt das gegnerische Schiff? Schild 100%, Antriebe 91, Waffen 80. 98, sorry. Impuls ist bereit. Was ist bereit? Impuls ist bereit, musst du nur ausrichten. Und wenn du ausgerichtet bist, Energie. Impuls startet. Jetzt. Warte, jetzt. Das Schiff kommt safe hinterher. Wir haben keine Energie für Impulse. Dann weiter drauf feuern auf das gegnerische Schiff. Es ist gleich zerstört, Gott sei Dank. Boah. Unsere Schilde sind weg. Das Ziel ist zerstört. Jawohl. Versuche. Konnte nicht in den Impuls gehen. Keine Fehlerbericht. Ha. Wie schaut's jetzt aus? Nicht möglich, in den Impuls zu gehen. Die KI baut wieder irgendeine Scheiße. Ist das nicht eigentlich, weil wir ein Star Trek Spiel spielen, Rassismus gegen Androiden? Impuls ist bereit. Ja, gucken wir mal, ob wir da jetzt unterstützen können. Ich setze schon mal die Schilde wieder ein. Ja.
Wenn wir angekommen sind, werde ich den Antrieb reduzieren und die Phaser-Reichweite erhöhen. Ja. Und sehr dann gut. Die Schilde dementsprechend anpassen. Schilde sind geladen, 100%. Sehr schön. Höhle ist auch noch auf 99, das sieht gut aus. Gucken wir mal, dass wir jetzt da unterstützen gehen. Feindschiff in 7,6 und 16,3. 45 Grad beidrehen würde ich empfehlen. Ich erhöhe die Sensorreichweite, ja. Die Phaserreichweite auf 15 Kilometer. Schilde werden erhalten, 17,5 Kilometer kann ich rausfahren, dreh bei nach rechts. Jawohl. Und erzähl auf Fassen und Feuer. Erhöhe die Geschwindigkeit. Sehr schön. Wir stehen zwischen Huxley und Feindschiffen. Ja, das passt. Geschwindigkeit auf 500 erhöht. Ja, wenn wir jetzt so bleiben, ist das erstmal okay. Hauptsache, die Huxley wird nicht weiter beschossen, weil die ist nämlich schon ziemlich beschädigt. Huxley dreht bei, kreuzt. Ja. Alter, die Piraten anvisieren. Unsere Schild und Hülle sehen gut aus. Schild auf 0%, erstes Feindschiff. Sehr schön, alles abfeuern, was wir haben. Torpedo dort getroffen. Feindschiff kriegt Schaden. Visiere Feindschiff. Die Huxley attackiert anderes Feindschiff. Ja. Feindschiff zerstört. Beide Feindschiffe sind zerstört. Sehr schön. Huxley gesichert. Sehr, sehr schön. So, roter Alarm ist beendet. Wunderbar. Melde Gehorsam. Feind vernichtet. Antrieb halt. Danke für die Hilfe, Aegis. Aber ich fürchte, wir brauchen noch mehr. Wir haben Schäden auf mehreren Decks und unsere Navigationssysteme sind ausgefallen. Wir müssen schleunigst zurück nach Edinov, aber wir können den Kurs nicht berechnen. Wenn sie vorausfliegen, können wir ihrer Warp-Signatur folgen, glaubt unser Chefingenieur. Tun wir. Warp-Ziel ist gesetzt. Sobald möglich ist, möchte ich gerne auf Warp-Geschwindigkeit gehen. Ich würde empfehlen, erst die Reparatur abzuwarten. Reparatur alle hergestellt. Das ging ja schnell. Ich habe erst schon angefangen. Ja, mit Mitarbeiter des Jahres, ohne Spaß. So, ab zum Bereite Warp-Ziel. Warp vor. Ja, ab nach Endinov. Spulen werden aufgeladen. Warp-Spulen laden. Alter, irgendwer spielt doch gerade auf seinem Tablet hier Tetris, ey. Was ist da los? Warp bereit. Ja, Energie. Muss ausrichten. Warp möglich in 3, 2. Ja, Warp bereit. Sehr schön. Entschuldige Verzögerung. Alles gut. Wir haben Edinov erreicht. So, wo ist denn... Ach, da ist es. Ja. Wunderbar. Ja. USS Huxley sicher angekommen, Captain. Danke für das Geleit, Aegis. Ab hier schaffen wir es sicher allein. Ah, oh, das freut mich doch. Ah, das war die erste Mission. Krass. Dieses riesen Solarpanel sieht voll geil aus. Mega fett. Nice halt ans Spiel, definitiv. Was hast du gesagt? Ich sag, das ist auf jeden Fall eine Niceigkeit vom Spiel, auf jeden Fall. Ja, macht Spaß. Weil wenn man sich jetzt da mal so ein bisschen reingefuchst hat. Ja. Meldemission abgeschlossen, alle Missionsziele erfolgreich. Ja, perfekt. Und wir sind da sehr, sehr gut. Ich hab mal die Aufnahme ausgemacht, weil wir waren jetzt, glaube ich, insgesamt
grob bei 2-2,5 Stunden mit Unterbrechungen, wenn nicht sogar mehr.